Hier spricht Annelie von die Reise zu deinem Sein. Bist du auch manchmal ungeduldig und möchtest schon etwas erreicht haben, wozu aber die Zeit noch gar nicht reif ist? Wenn du eine Dualseele bist, dann willst du vielleicht deinen so lieben Menschen zurückhaben, und zwar hier und jetzt und nicht einmal mehr bis morgen warten müssen. Oder wenn du schon weiter bist als Dualseele und weißt, dass dir ja Warten auch nicht hilft, dann willst du wenigstens heute schon so weit sein, dass du nicht mehr wartest. Weil du vielleicht doch noch spürst, ich warte, aber im Grunde genommen doch. Und wenn du eine Dualseele bist und schon so weit bist, dass du merkst, dass du wartest und das eigentlich nicht solltest, unter Anführungszeichen, dann denkst du dir, naja, dann, bitteschön, dann möchte ich schon vollkommen schmerzfrei und erwacht sein. Ich möchte über den Dingen stehen und ich möchte mit meinem Sein verbunden sein und keine Erwartungen, Hoffnungen und so weiter mehr haben. Ja, das ist auch der Weg. Dorthin führt es. Genau dorthin führt es. Und wenn du eine Dualseele bist, zum vierten Mal jetzt, dann wirst du wahrscheinlich oder vielleicht sogar hundertprozentig in diesem Leben dorthin kommen. Zu diesem Ziel, man könnte ja sagen, es ist ein Ziel und ich verstehe das, denn solange du im Schmerz verhaftet bist und schreckliche Verzweiflung oder Sehnsucht hast, ist das Ziel, das nicht mehr zu haben, den Schmerz nicht mehr zu haben. Klar, zuerst denkt man sich, naja, das passiert, wenn die Dualseele zurückkommt, dann ist der Schmerz sofort weg. Und das passiert ja sehr häufig, deshalb gibt es diese Wiedersehens, diese kurzen und die aufkeimende Hoffnung. Die Dualseele taucht wieder auf und geht wieder weg und es passiert dieses und jenes und man lernt auch das selbst anzukurbeln, man kann ja auch selbst etwas tun und so weiter. Und das alles führt ja in die Irre, merkt man dann irgendwann, so kann es nicht gehen. Und deshalb kann auch nicht die Lösung dafür, dass du keinen Schmerz mehr hast, darin liegen, dass deine Dualseele zurückkommt. Das klappt nicht. Ich habe schon in anderen Videos gesagt, weil es ja klar ist, es gibt ja im menschlichen Bereich kein vollkommenes Zusammenkommen. Nicht für immer und nicht vollkommen. Das gibt es nicht. Und im Dualseelenbereich, da sorgt schon das Universum dafür, dass nicht einmal im kleinen Bereich ist eine Art Zusammenkommen, längeres Zusammenkommen kommt, solange die Zeit noch nicht dafür reif ist. Ja, und wann ist die Zeit dafür reif? Die Zeit dafür ist reif, wenn du erkennst, wer du wirklich bist, wenn du dein Sein erkennst und liebst. Ja, und wann ist das? Und das ist vielleicht jetzt die unangenehme Nachricht. Ich kann es dir nicht sagen. Was ich dir sagen kann, ich kann dir den Weg so ein bisschen weisen und zeigen. Es gibt natürlich Übungen, um ins Erwachen zu kommen.
Aber der letzte Schritt, nein, den musst nicht du als Mensch gehen, sondern der wird dir geschenkt. Das heißt, der letzte Schritt wird dir abgenommen. Der letzte Schritt ist der Schritt, wo dein Schmerz, dein Leiden endet. Und du kannst nie wissen, wann das ist. Das kann heute sein und das kann in 3 Jahren sein. Im besten Fall kann man noch sagen, naja, wenn ich mir so die Dualseelengeschichten anschaue, liegt das irgendwo so um die 2 Jahre herum. 2 Jahre, wo du als Dualseele mit der weiblichen Energie in großen Schmerz gestoßen wirst und irgendwann lernst, ja, damit kann man eigentlich gar nicht umgehen. Es gibt kein Herauskommen. Das ist die Voraussetzung dafür, man nennt das dann eben auch die dunkle Nacht, wo die Erkenntnis da ist, es gibt eigentlich keinen Weg heraus. Das ist dann die Erkenntnis dafür, sich irgendwann sozusagen damit abzufinden und zu sagen, ich meine, ich weiß nicht, was man sagt, aber irgendwann kommt es so weit, dass durch Akzeptieren der Situation das Leiden plötzlich vorbei ist. Und das ist das Ziel, das du erreichen kannst. Du kannst nicht hoffen darauf, dass sich deine zweite menschliche Inkarnation so und so verhält. Ich meine, du kannst schon hoffen, aber die Hoffnung wird sehr wahrscheinlich enttäuscht, weil es ist ja ein anderer Mensch und der verhält sich anders. Und du kannst auch nichts dazu tun, das ist eine wichtige Erkenntnis, die du im Dualseelenprozess gewinnen wirst, du kannst nichts dazu tun, dass sie zurückkommt. Und die dritte Erkenntnis, und die geht schon in eine sehr gute Richtung, schon Richtung Schmerzfreiheit. Du kannst auch nicht schlecht machen. Also du brauchst nie vor Entscheidungen stehen und dir sagen, soll ich jetzt dieses oder jenes machen, weil ich könnte ja damit meine Dualseele für immer vertreiben. Das passiert nicht. Wenn ihr zusammenkommen sollt, dann wird das passieren. Und zwar vollkommen ohne dein Zutun. Das ist Vertrauen ins Universum. Und das kann man auch nicht sagen, so ich vertraue jetzt, sondern das ist etwas, was passiert im Zuge des Dualseelenprozesses. Dazu will ich Hoffnung und Mut machen, weil das passiert wirklich. Und am Ende steht das, dass du beim Gedanken an deine Dualseele keinen Schmerz mehr empfindest. Ja, wenn du erwachst, empfindest du auch keinen Schmerz mehr in Bezug auf andere Dinge. Das ist ja das Unglaubliche. Es geht, die Dualseele ist ja nur ein Teil, ein Erlebnis, bei dem du das ganz deutlich feststellen kannst, aber im Grunde genommen bezieht es sich auf alle deine Dinge, auf alle Dinge in deinem Leben, dass es plötzlich keinen Schmerz mehr gibt. Ja, es gibt weiterhin Gefühle, Trauer, Freude, auch Wut oder Ärger wird es alles noch geben, immer wieder ein wenig, du wirst es aber erkennen und der Schmerz geht deshalb zurück, weil du erkennst, wer du wirklich bist. Dass du alle diese Dinge, Menschen, Situationen nicht benötigst. Ich glaube, das ist der Schlüsselsatz. Du
brauchst das alles nicht. Und du brauchst auch deine Dualseele nicht. Ja, und wie gesagt, das kann man sich nicht einreden, sondern das ist eine Erkenntnis, die plötzlich kommt. Und sie wird kommen. Ja, man kann Übungen machen und du kannst dich mit deinem Sein öfter und öfter und öfter verbinden mit der Lebensfreude, mit dem Leben schlechthin. Es gibt vielleicht Wege, es gibt sicher Wege, die es gemütlicher und schöner machen. Ob das Möglichkeiten sind, die das abkürzen, weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht nicht. Kann man ja im Nachhinein nicht mehr feststellen, weil an dem Tag, wo du schmerzfrei bist, ich sage es nicht glücklich, das kommt dann auch, aber an dem Tag, wo du schmerzfrei bist, kannst du nicht sagen, ich wäre schneller schmerzfrei geworden, hätte ich dies oder jenes gemacht. Es ist ganz sicher an dem Tag, in der Stunde, in der Minute und in der Sekunde, in dem Moment, wo die Zeit reif ist. Bis dahin kann es sein, dass du entweder in ganz tiefem Leid steckst oder so in ein bisschen Leid und immer wieder raus und rein rutscht. Das passiert sehr häufig. Was auch immer ist, das geht so weiter bis zu diesem Punkt. Und dieser Punkt wird kommen. Er wird kommen, wenn du eine Dualseele bist. Und ja, daran wirst du letzten Endes auch wirklich erkennen, dass du deine Dualseele kennengelernt hast. Dass das alles wirklich passiert ist. Dass diese Wunder, die in deinem Leben passieren, echt sind. Du wirst nicht mehr Ratschläge von anderen benötigen. Du wirst auch keine anderen Menschen mehr benötigen, denen du das erzählen musst, mit denen du dich austauschen musst. Es wird plötzlich alles ganz anders sein, weil du ja auf diesem Wege dein Sein und damit die Verbindung zum Universum findest. Das ist die schönste und größte Verbindung, die es gibt. Und die kann von nichts übertroffen werden. Nicht einmal vom Zurückkommen deiner Dualseele, die es dann vielleicht, wahrscheinlich und womöglich und sehr wahrscheinlich tut. Ja, ich freue mich, wenn dir das Video ein bisschen Mut gibt, weiterhilft, dich unterstützt. Das ist meine Aufgabe. Falls ja, kannst du gerne ein Like da lassen und wenn du willst, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Und wir sehen uns bald in einem neuen Video. Alles Gute dir, bis bald.